50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio mit ganz kleiner Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben Freitag. Freitag ist diese Sendung immer offen. Offen, das heißt offen für all eure Themen, all eure Anrufe. Ihr könnt mich hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Das ist eine Live-Sendung. Ihr könnt hier live anrufen. Und die Nummer ist natürlich für euch kostenfrei. 0800 220 5050. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Christoph. Und Christoph ist 31 Jahre. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte am Dienstag angerufen. Macht das eigentlich gar nicht. Bin immer ein bisschen erschrocken gewesen von dem, was da zu dem Thema Beerdigung so erzählt worden ist. Zumindest in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten, wo dann die Dame anrief, die über die Zerteilung durch Vögel bei Beerdigungen erzählt hat und war ein bisschen, also innerlich geschockt in dem Moment. Ja. Ging dir wahrscheinlich genauso, zumindest sah es so aus im Fernsehen. Ja. Und wollte eigentlich mal erzählen, dass so schlimm wie Beerdigungen sind, Kleinigkeiten so einen Tag erträglicher machen. Redest du aus eigener Erfahrung, vermutlich? Ja. Um welche Beerdigung ging es bei dir? Vor 2 Jahren, also jetzt im Juli, jetzt ist zum zweiten Mal. Meine Mutter ist mit 55 Jahren gestorben, relativ überraschend. Mitten im Leben, auch mitten im Berufsleben. Und die war Hebamme und hat gut über 15.000 Kindern geholfen, mit auf die Welt zu kommen. Und das war alles sehr überraschend und auch... ja, sie war zwar krank, aber man hat es nie so ernst genommen, dass es jetzt also bedrohlich wäre, auch wenn es ein Herzmuskelentzündung war. Ist dann auf dem OP-Tisch quasi verstorben. Ja. Und wir haben das auch aus der Entfernung erst mitbekommen. Und so schlimm wie solche Tage dann sind, sie hat also ein paar Tage vorher noch, wo sie im Krankenhaus lag, einer Frau geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Und hat den Job also mit Leib und Seele gemacht. Und dann kam dieser Tag der Beerdigung, der somit das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann in dem Moment. Ja, natürlich. Und da waren sehr, sehr viele Kinder da. Also kleine Kinder, Babys, also auch das Kind wohl, habe ich noch erzählt bekommen, ja, ich habe es nicht gesehen, dass sie noch 4 Tage vor ihrem Tod auf die Welt mitgeholfen hat. Ach so, die Kinder, die sie auf die Welt gebracht hat. Ja, ja, viele genau, von den Kindern waren da. Ja, und auch wiederum Kinder, die sie vor 20, 25, 30 Jahren auf die Welt gebracht hat, die wiederum ihre eigenen Kinder bei ihr bekommen haben. Das heißt, da ist auch so ein Kontakt weiter bestehen geblieben. Ich wüsste jetzt. Zwangsläufig, weil meine Schwester hat ihren Job übernommen im Ergebnis. Also, das ist eine Generationenfrage bei uns mittlerweile. Ja, nee, ich meine, so, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Hebamme mich zur Welt gebracht hat. Doch, der Kontakt. Nee, ich weiß es nicht. Die wusste auch noch nach 20 Jahren, wer das jetzt war. Also, ja, also ich. Den Namen ansprechen können. Ja, also ich wundere mich, also ich wüsste es von meiner Seite aus jetzt nicht. Das ist eine Frage, ob man sowas aus Passion heraus macht oder als Job. Und ich denke, wenn man so einen Job macht, in der Art und der Intensität. Ja, nee, ich meine es von der anderen Seite. Dass also auch die Kunden, ihre Kunden oder die Kinder, die sie zur Welt gebracht, dass die noch wussten, wer das damals dann war. Das wundert mich. Ja, also aus eigener Erfahrung natürlich nicht, sondern aus Erzählung heraus. Natürlich, ja. Aber doch, das ist häufig vorgekommen. Jetzt bei allen natürlich nicht, aber das ist doch dann eine ganz rührende Sache wahrscheinlich für dich auch gewesen, auf der Beerdigung die Kinder zu sehen, die deine Mutter auf die Welt gebracht hat, geholfen hat, auf die Welt zu bringen. Ja, vor allem sie zu hören. Also aus der letzten Reihe heraus, also Kleinkinder, Babys, sind ja nicht so, dass sie jetzt eine Stunde lang ruhig sind, sondern man hört sie ja im Hintergrund. Und das ist ja eigentlich etwas, was in Deutschland, also wir auch in einem relativ katholischen Ort hier, da hört man das nicht, das Kinder, oder da ist das nicht so gerne gesehen. Also es wird besser, aber es ist eigentlich nicht so gern gesehen, gerade bei Beerdigungen, dass dann quasi durch Kinder-Geplärre in Anführungszeichen so ein hochheiliger Moment gestört wird. Aber das war natürlich bei uns genau das, was... Ja, aber da kann man ja unter Umständen auch Verständnis für haben, dass man in so einem Moment vielleicht nicht derartig gestört werden will. Das ist keine Frage. Nein, ne? Ich möchte das auch jetzt nicht als allgemeingültig werden. Aber für dich war es auf jeden Fall sicher etwas sehr Tröstliches und etwas Beeindruckendes. Es war einfach schön. Ja. Also wir haben nicht viel mitbekommen. Also logisch, man ist ja nicht mit voll bei der Sache dabei. Aber das, was wir mitbekommen haben, auch als wir dann aus der Kapelle rausgegangen sind und wir haben die ganzen Kinderwägen da an der Seite stehen sehen, das hat einem so viel zurückgegeben, wenn man gesagt hat, okay, es hat ja Sinn gehabt, ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber es ist einfach schön, es hat einem was zurückgegeben, man sagt, die Energie, die sie in den Job gelegt hat,
zahlt sich so in so einem Moment ein Stück weit aus. Mhm. Also das heißt, diese vielen Kinder haben ihr die letzte Ehre erwiesen. Ja, kann man sagen. Also die da waren, auch die nicht da waren, man hat sie im Nachhinein dann an den Bekundungen, also wir haben Wochen gebraucht, bis wir das dann alles durchgearbeitet haben. Was hast du gerade gesagt? Wie viel schätzt du, wie viel da waren? Wie viele Kinder? Ah, das ist schwer. Ich weiß, dass an dem Tag über 500 Leute da waren, also auf der Beerdigung. Das ist halt, wie gesagt, das ist nicht so eine große Stadt hier. Aber das ist ja eine Riesenbeerdigung, ne, mit 500. Ja, es war wahnsinnig viel los. Mhm. Also, sind denn auch ein Teil von diesen Kindern dann, sind hier mit ans Grab dann auch gegangen? Wochen, Monate später immer noch. Man sieht es immer wieder, wenn neue Blumen da stehen, die also nicht von der Familie kommen, sondern wo man sagt, wer hat die jetzt wieder draufgestellt, wo die Frage dann rumgeht. Und das ist halt. Ich meinte jetzt auch bei der Beerdigung, sind die dann mit ans Grab gekommen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben nachher nicht über eine Stunde da gestanden, bis dann die letzten gegangen sind. Es war auch so ein heißer Tag an dem Tag. Und es waren unheimlich viele Eltern oder Mütter mit ihren Kindern da. Ich glaube auch, dass auf Beerdigungen immer wieder mal sehr, sehr, wirklich sehr ungewöhnliche und dann auch sehr berührende Dinge passieren können. Und sowas, was du gerade erzählt hast, stelle ich mir wirklich auch sehr, sehr ins Herz gehend vor. Ja, es hilft einem im Nachhinein auch ein bisschen, dass man weiß. Definitiv, also, ja. Das macht die Sache jetzt nicht wesentlich besser, aber es ist doch so eine Sache, wo man weiß, hey, guck mal, was da dahinter steckt. Man redet halt auch noch von und... Ja, und das heißt auch, dass deine Mama ganz tolle Sachen in ihrem Leben gemacht hat. Ja gut, wenn man 25, 30 Jahren, 30 ja, Jahren, ja, ja. 15.000 Kinder auf die Welt. Das ist schon eine stolze Leistung. Das ist schon ganz ordentlich. Also das kann man auch nur, wenn man 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeitet. Aus Leidenschaft. Ja. Das hat mit Beruf nichts zu tun. Verstehe. Und wer sie kennt der weiß auch, dass sie das nicht aus irgendwelchen niederen Motiven gemacht hat, sondern die hat für den Job gelebt. Ja. Lieber Christoph, das war eine sehr schöne Zusatzgeschichte noch zu unserem Thema Beerdigung am Dienstag. Schön, dass wir noch am Reden können. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Jo, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Hier ist Diana, 28, guten Morgen. Morgen, Jürgen. Diana heiße ich. Diana. Ja, es ist so bei mir. Ich bin psychisch krank, ich habe Angstzustände und Depressionen und dazu noch eine Essstörung. Und ich bin ja ziemlich verzweifelt, weil ich wiege 156 Kilo, habe kaum Freunde dadurch. Es will auch nicht so recht einer was mit mir zu tun haben. Und da ist es so, dass ich mich ziemlich minderwertig fühle und auch denke immer, dass jeder über mich lästert, wenn ich jetzt mal wohin fahre und aus dem Bus aussteige, dann denke ich, alle gucken sie mich an und lästern. Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Das ist einmal das Übergewicht von 156 Kilo, sagst du. Wie groß bist du? 1,68. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, das Höchstgewicht war 168 Kilo. Dann hast du gesagt, eine Zwangsstörung? Eine Essstörung so. Eine Essstörung? Und du hast vorher noch was gesagt, das hatte ich nicht richtig verstanden. Angstzustände, genau, entschuldige. Und was? Und Depression. Die Essstörung, besteht die darin, dass du einfach zu viel isst? Ja, ich esse meistens aus Frust oder wenn ich mich alleine fühle, dann brate ich mir auch nachts mal Fleisch, so 2-3 Stücken. In der Nacht gehst du an die Pfanne? So nachts um 2. Und dann wird der Ofen angeschmissen und da kommt da ein Kotelett drauf oder sowas? Das ist natürlich gerade nicht so gut für die Figur. Genau. Und dann bleibt es bestimmt auch nicht bei dem Fleisch, sondern dann tust du auch noch gut Soße dazu? Oder? Nein, das gar nicht. Also ich esse das Fleisch dann nur so durchgebraten. Mhm. Und ansonsten esse ich so Nudeln, Reis, Aufläufe, Suppen und viel Joghurt und alles Mögliche. Und wahrscheinlich in großen Mengen pro Tag? Ja. Mhm. So, also, nimm mal nur den heutigen Tag, also den gerade vergangenen Tag. Kannst du dir mal so auflisten, was du heute zu dir genommen hast? Ja, es waren 2 Brötchen. Dann 3 Joghurt, Hühnerfrikassee mit Reis, eine Lasagne und dann nochmal Joghurt. Na, das klingt nicht viel. Ja, diesmal war es vielleicht nicht ganz so viel. Das ist immer so lustig, wenn ich Leute frage, die so etwas übergewichtig sind, was isst du denn so am Tag? Dann sagen die immer so, naja, ein Joghurt und 2 Brötchen und Hühnerfrikassee, das ist ja alles noch im guten Bereich. Aber da muss ja dann doch schon immer wieder mehr dazukommen. Oder es war heute ein Ausnahmetag?
Ja, jedenfalls ist das, an was ich mich jetzt erinnern kann. Hm. Vielleicht war es zwischendurch noch ein bisschen mehr, aber... Gibt es denn auch so die berühmten Schokoriegel und Chips? Ja. Und das auch noch? Also ich achte da zwar auf die Fettprozentzahl, aber... Ja. Ja, Chips esse ich halt auch. Manchmal esse ich 3 Tüten Chips, so 65 Gramm Tüten. Klar, da hast du natürlich eine Bombenkalorienmenge dann zu dir genommen. Schokolade esse ich nicht ganz so viel, aber Kuchen? Auch Kuchen? Hin und wieder mal, aber auch nicht so viel. Ja. Also meistens wirklich was Warmes, weil ich brauche immer irgendwas Warmes zu essen. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine das andere bedingt. Das extreme Gewicht bringt dich schlecht drauf und macht dich depressiv. Wenn du schlecht drauf bist und depressiv bist, isst du wieder, in der Hoffnung, dass es dadurch ein bisschen betäuben kannst. Ja, genau. Ne? Und so schaukelt sich das hin und her und hin und her. Dass es was Warmes ist, das hat eine besondere Bedeutung für dich? Ja, aber ich kann gar nicht sagen, was. Also ich weiß nur, dass ich es immer brauche. Also nachts Fleischbraten ist schon krass. Ja. Mhm. Das heißt, du hast auch immer so Vorräte zu Hause. Ja, ich kaufe dann tagsüber genug ein, damit ich dann für die Nacht noch was habe. Wenn du dir nachts dann so ein kräftiges Stück Fleisch gebraten hast und das dann gegessen hast, wie fühlst du dich unmittelbar danach? Also während ich esse, denke ich immer, es ist falsch, dass ich jetzt esse, aber es muss sein. Mhm. Und wenn ich dann gegessen habe, dann denke ich, oh, am liebsten würde ich alles wieder ausbrechen und dann denke ich, oh, hätte ich das doch bloß nicht gemacht. Ja, aber dann ist mir auch manchmal so schlecht. Ja, aber ausgebrochen, das hast du noch nie. Nein, noch nicht. Das noch nicht. Mhm. Klingt wirklich sehr dramatisch, muss ich sagen. Ja. Wirklich. Und wenn du das auch noch sagst, das ist kombiniert mit den ganzen seelischen Schwierigkeiten, was hast du schon unternommen? Ich war mehrfach in der Psychiatrie, das fing alles 1999 an. Und ja, da hat sich meine Mutter das Leben genommen. Und meinen Vater habe ich ja auch nicht mehr und dann war ich so fertig, dann fing das Ganze halt mit dem Essen an. Ja. Und dann war ich auch Schlaftabletten abhängig und überhaupt Medikamenten abhängig. Und anstatt ich jetzt Schlaftabletten nehme, esse ich wieder was, weil ich denke, dass ich dann wieder einschlafen kann. Ach so. Kannst du denn einschlafen? Nach dem Fleisch im Bauch? Momentan gar nicht mehr. Das heißt, die Nächte hängst du auch viel rum und guckst Fernsehen oder vom PC oder so? So meistens bis um 3 wach. Du sagst, dass du 1999 da mit dem Tod deiner Mutter fingst an. Ja. War vorher alles so irgendwie so relativ in Ordnung? Ich hatte schon Angstzustände gehabt und so Versagensängste in der Schule damals. Mhm. Und es fing halt dann ja mit meinem 12. Lebensjahr an, dass ich schon psychisch krank geworden bin. Nur es hat niemand erkannt. Die Ärzte wussten nie, was ich habe. Ach so. Und das wurde dann 1999, habe ich dann eine Psychose gehabt und daraufhin hat sich meine Mutter umgebracht. Und da fing das ganz an. Ich war 4 Monate im LKH. Mhm. Landeskrankenhaus für Psychiatrie wahrscheinlich dann. Mhm. Mhm. Und seitdem ging das immer so rein und raus in die Psychiatrie. Mhm. Aber das Übergewicht kam dann auch erst im Laufe der letzten Jahre. Ich habe dann Medikamente bekommen und durch das Medikament hatte ich 35 Kilo zugenommen und dann habe ich nur noch gegessen und dann hatte ich halt über 100 Kilo. Ach so, und so kam es dann. Hat deine Mutter sich das Leben genommen, weil du eine Psychose hattest oder sind da noch andere Dinge im Spiel gewesen? Das weiß ich nicht genau. Also es gab auch Streit mit ihren damaligen Verlobten damals. Mhm. Und ja, also ich habe mir Vorwürfe gemacht und mache mir immer noch Vorwürfe, dass ich irgendwie schuld dran bin, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Ja, aber sie hat nichts hinterlassen. Nur ein Testament, aber da stand halt drin, dass ich nie wieder gesund werde. Dass du nie wieder gesund wirst? Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das da reingeschrieben hat. Aber sie hat in ihr Testament geschrieben, meine Tochter wird sowieso nie wieder gesund? Meine über alles geliebte Tochter wird nie wieder richtig gesund werden, hat sie geschrieben. Warum ich habe daraufhin mit einem Arzt gesprochen, der hat gesagt, sowas hätte er niemals meiner Mutter gesagt. Also hat sie das quasi so als Begründung noch vielleicht, dass sie sich deshalb das Leben genommen, weil du sowieso nie wieder... Ja, nein, das kann doch nicht sein. Ich weiß es nicht. Also ich mache mir jetzt ziemliche Vorwürfe, dass ich krank geworden bin. Ja, ich mache jetzt erstmal im Moment Vorwürfe deiner Mutter. Wie kann sie sowas in ein Testament schreiben? Also du warst ja krank in der Zeit. Ja. Und wenn man dann einem kranken Menschen noch so ein Vermächtnis hinterlässt, ist das ja der Hammerschlag in die Seele schlechthin, was man da tun kann. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, in welchem seelischen Zustand deine Mutter das verfasst hat. Vielleicht mag der Zustand das verzeihen, aber
generell ist diese Formulierung sehr schlimm, finde ich. Ja. Ja, die Ärzte haben mir ja dann gesagt, ja, sie können nichts dafür. Und das muss ich dann so hinnehmen. Und jetzt will auch kein Arzt mehr mit mir darüber reden oder keine Psychologin, kein Therapeut, gar nichts. Die sagen alle, ich soll die Vergangenheit ruhen lassen und nicht alles aufwühlen. Ja, es kommt darauf an, bei wem du da bist und mit wem du in Kontakt trittst. Ich finde auf jeden Fall, Diana, du bist 28 Jahre alt, du bist eine junge Frau. Dass du hast dein Leben noch vor dir. Wenn du aber so weitermachst, hast du dein Leben bald hinter dir. Ja, das denke ich auch oft. Das glaube ich. Eigentlich muss jetzt an ganz vielen Stellen muss was eingeleitet werden. Sowohl was deine Seele anbelangt, als auch was deine Fresssucht, eigentlich ist es das ja, ne? Ja. Wobei natürlich die Ursache der Fresssucht in der Seele begründet liegt, das ist schon klar. Wie lebst du? Lebst du sehr einsam oder hast du Freunde? Gut, ich habe 2-3 ganz gute Freunde, aber die sehe ich halt auch nicht oft. Das ist immer nur SMS oder telefonieren. Dann habe ich noch eine ganz liebe Omi. Und ansonsten noch einen Bruder, der mit mir aber nichts zu tun haben möchte. Also du hängst viel alleine zu Hause ab. Ja, ja, die meiste bin ich alleine. Gut, ich wohne mit meinem Ex-Mann, ich bin geschieden, der wohnt eine Etage über mir. Ja. Mit denen habe ich noch ganz guten Kontakt und auch durch die Hunde. Aber sonst bin ich ziemlich alleine. Achso, es gibt nur meine Oma, wo ich hingehen kann. Ja, und du hast Tiere. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist für die Seele immer gut, glaube ich, wenn man Tiere hat. So, es muss was passieren. Es muss rundherum was neu initiiert werden. Auch wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Psychiatrie und mit Psychologen hier und da. Vergiss die ganzen schlechten Erfahrungen. Die bringen dich sowieso nicht weiter. Du musst jetzt neuen Leuten eine neue Chance geben für dich. Weil es geht nur um dich. Es geht um dein Leben und deine Zukunft. Ja. Wärst du denn dazu bereit? Auf jeden Fall möchte ich wieder eine Therapie machen. Möchtest du? War keine stationäre, da das ja auch nicht geht durch den Hund, der ist noch ziemlich jung, kann ich auch nicht allein lassen. Ja. So, was für dich das Beste ist und wie du die machen könntest und welche Art der Therapie, dann möchte ich gerne, dass meine Psychologin dich jetzt berät im Hintergrund. Ja. Ich würde dich gerne noch fragen, was sind denn so deine Lebenswünsche, deine Lebenspläne, vorausgesetzt, dass du dich einigermaßen wieder in den Griff bekommst, dass du abnimmst und dass die Seele sich auch etwas erholt? Irgendwie, ich möchte mir gerne einen Freundeskreis aufbauen, dass ich irgendwo mal hingehen kann und mit jemandem reden kann. Wie ist es so mit Beruf? Hast du mal irgendwas? In EU-Rente. In EU-Rente? Ja. Was heißt das? Erwerbsunfähigkeitsrente. Ach so. Schon seit 2003. Wäre denn da auch noch vielleicht eine Sehnsucht, vielleicht irgendwie doch nochmal, vielleicht noch einen Schulabschluss zu machen oder irgendwas in der Richtung? Ich habe meine Arbeit mit Realschulabschluss, hatte dann mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin angefangen. Ja. Aber jetzt im Beruf, das schaffe ich auf keinen Fall. Gut, das muss man jetzt auch noch gar nicht erörtern. Jetzt geht es erstmal darum, dass du ordentliche Hilfe bekommst. So, und jetzt bitte ich dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Ja, okay. Und wünsche dir alles Gute und wirklich viel Kraft, das durchzuziehen und durchzusetzen. Du musst es wollen. Und wenn du es willst, dann ist das ein großer erster Schritt zum Erfolg. Ja, okay. Alles Gute und alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war die Diana. Und hier ist die Tina. Tina ist 25. Hallo, Tina. Hallo, Tina. Hallo. Ja. Da bin ich. Ja, hallo. Tina, um was geht's bei dir? Um meinen Ex-Freund geht's. Was ist denn da los? Also es ist so, wir kennen uns seit 11 Jahren, sind aber nicht komplett 11 Jahre zusammen. Ich habe noch eine kleine Tochter, also die ist jetzt 6 geworden, ist aber nicht sein richtiges Kind, also ist von einem anderen Mann. Und ich muss sagen, ich habe ihn sehr viel belogen. Also den Ex jetzt? Ja, genau. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen? Ja, insgesamt 6 Jahre. Insgesamt 6 Jahre. Und wie lange seid aber ihr? Wir haben aber auch viele Auszeiten gehabt. Ja, und seit wann seid ihr jetzt getrennt schon wieder voneinander? Seit 15.05. Seit 15.05. 2007. Ja, genau. Seit 2007. Ja, genau. Du hast ihn viel betrogen und belogen. Nein, ich habe ihn nicht betrogen. Aber belogen? Genau, ich habe ihn belogen. Inwiefern? Wegen Kleinigkeiten eigentlich. Ich habe was weggelassen zum Beispiel oder habe ihm, ja, einfach Kleinigkeiten nur angelogen eigentlich. Klingt ja noch nicht so schlimm. Ja, aber er hat dann,
er sagt immer, ich habe ihn mehr belogen und das stimmt nicht nur, weil ich mal was vergessen habe, noch zu erzählen oder so. Das ist dann für ihn gleich eine Lüge. Ich meine, für mich ist das nicht gleich eine Lüge, nur wenn ich was vergesse zu erzählen. Also, er hat sich von dir getrennt? Er hat sich von mir getrennt. Weil du nicht ehrlich genug bist? Ja, also es ist so, ich habe Internetbekanntschaften, also per Internet nur, und ich habe einen kennengelernt, mit dem habe ich mich unterhalten, wenn ich halt Probleme mit ihm hatte, und ich habe eigentlich gedacht, wir können uns wieder zusammenraufen, und der muss genau am 15.05. bei mir anrufen und mir auf dem AB sprechen, und ich habe ihm nicht gleich die Wahrheit gesagt, woher ich ihn kenne, sondern habe rumgerufen. Mhm. Gut, das ist aber wahrscheinlich nur der I-Punkt gewesen. Deshalb verlässt man nicht direkt jemanden. Da hat sich ja eine ganze Menge zusammen aufgestaut, vermute ich mal. Ja, also es war... Also aber das kann doch nicht sein, das ist nur... Sag doch mal so ein Beispiel, wo er sich beklagt hat, wo du nicht die Wahrheit gesagt hast. Die Wahrheit nicht gesagt haben. Ja, wenn ich zum Beispiel vom Kindergarten von unserer Tochter irgendwas dazu gedichtet habe, dass die Kleine besser dasteht zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich was... gekauft habe oder so, und ich habe gesagt, nee, das habe ich gar nicht gekauft, oder... Warum hast du denn immer so... warum hast du so kleine, so seltsame kleine Lügengeschichten da erzählt? Ich weiß es nicht. Also das Schlimmste, glaube ich, für ihn war damals, weil ich recht viele Schulden habe, und wir sind dann zusammen umgezogen in eine Wohnung, und ich habe immer meine Briefe verschwinden lassen, und er hat es irgendwann gemerkt. Wie deine Briefe? Welche Briefe? Ja, wo ich halt Briefe bekommen habe, dass ich Rechnungen zahlen muss. Genau. Ach so, du hast ihm gar nichts davon erzählt? Nein. Und was ist aus den Schulden geworden? Was ist aus den Schulden geworden? Ja, dass ich demnächst Insolvenzverfahren mache. Ach so. Und das weiß er? Ja, das weiß er. Ja. Das heißt, da ist noch eine ganz andere... Bitte? Er hat mir auch dazu geraten. Ja, das heißt, da ist noch eine ganz andere Thematik auch noch, die natürlich auch gerade nicht sehr locker macht. Genau. Na? Und er hat mich dann mal dazu gedrängt, ihm zu sagen, ob ich ihn betrogen habe. Und er hat so lange drauf gedrängt, bis ich gesagt habe, okay, ich habe dich betrogen, was aber nicht stimmt. Ich habe zu ihm gesagt, dazu, ich mache einen Lügendetektortest sogar. Wieso sagst du es ja dann, wenn du es nicht gemacht hast? Ja, heute zum Beispiel haben wir uns getroffen, und er hat die ganze Zeit, hat er gefragt, und er wollte dann jedes Mal gehen, und dann habe ich mir gedacht, aber ich will nicht, dass er geht. Mhm. Und dann habe ich halt einfach was erfunden. Ich wollte nur, dass er bei mir ist. Okay, das ist die Erklärung für heute. Aber wo liegt die Erklärung, dass du sagst, du hättest ihn betrogen, wenn du ihn gar nicht betrogen hast? Ja, weil das war damals, das war vor 3 Jahren. Da hat er auch schon mal sowas gemacht. Ja, da wolltest du einfach, dass er dann bleibt, und dann hast du eine Lüge erzählt. Genau. Ja, da musst du dich aber wirklich mal selbstmäßig an die Nase fassen. Was ist denn mit dir los? Was machst du denn da ständig? Ich meine, wenn das mal einmal passiert, dass man irgendwie so komisches Zeug fabuliert, sich zusammendichtet. Aber warum denn immer zu? Und wenn du merkst, dass der Mensch, den du lieb hast, darauf allergisch reagiert. Dann, ja, aber er wollte es ja hören. Also mir kam so vor, er wollte hören, dass ich ihn betrogen habe. Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Wenn du nicht betrogen hast, hast du nicht betrogen, Punkt aus, dann sagst du es auch nicht. Ja, und dann wäre er halt gegangen. Ja, der wäre halt gegangen. Wie bitte? Ja, dann wäre er halt gegangen. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Logik? Ja, aber was ist denn das für eine Logik? Damit er dann noch ein bisschen bei dir bleibt, sagst du, ja, ich hab dich betrogen. Das ist doch absurd. Ja, aber ich hänge so an ihn. Ja, aber das ist doch, da stimmt aber hinten und vorne alles nicht zueinander, zusammen. Hat er dich jetzt verlassen, weil ihm das, vielleicht geht ihm das einfach alles tierisch auf die Nerven, was du da machst. Genau. Ja, das wird mir auch auf die Nerven gehen. Weißt du, da kann man ja vielleicht einmal, zweimal mal drüber hinwegsehen und sagen, naja, okay, sie hat es nicht so gemeint. Aber wenn es über viele Jahre so geht, wirst du ja irgendwann irre. Und ja, du weißt gar nicht mehr, woran du bist. Ich habe ihn aber die letzte Zeit nicht mehr angelogen. So, er glaubt es mir aber nicht. Ja gut, das ist natürlich, das musst du ausbaden, was du dir eingebrockt hast. Es gibt so ein altes Sprichwort, ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nie, oder irgendwie so. Wenn du über einen langen Zeitraum so etwas gemacht hast, ist es dann schwer, dir natürlich irgendwann zu glauben. So, er ist gegangen. Hat er gesagt, dass er dich auch nicht mehr liebt? Ja, hat er gesagt. So. Aber das glaube ich ihm nicht. Tja. Warum glaubst du es ihm nicht? Weil ich weiß, wann er lügt. Vielleicht, er kann nicht lügen. Vielleicht willst du es nicht glauben. Nee, ich weiß, dass es so ist. So. Weil er kann nicht lügen. Ja, jetzt ist er gegangen. Und ihr habt aber noch ein bisschen Kontakt miteinander.
er will gar keinen Kontakt mehr. Aber ihr habt heute miteinander gesprochen? Ja, er hat mich gestern Nacht angerufen und hat gesagt, ich soll ihm seine Sachen bringen. Ach so. Mhm. Tina, ich glaube, die Sache ist so verkantet und so verfahren ineinander, dass auch hier in diesem Fall das Allerklügste ist, einfach mal Abstand zu nehmen von dem Ganzen. Ja, er geht weg. Ja, dann lass ihn erstmal weggehen. Was heißt, er geht weg? Wohin geht er? Ja, er geht in eine andere Stadt. Wie weit weg von dir? Ja, so wie ich weiß, mindestens 200 Kilometer. Mhm. Egal. Wenn nicht noch weiter. Egal. Ja, aber ich kann das nicht. Ich kann ihn nicht loslassen. Du wirst es schon können. Dir wird gar nichts anderes übrig bleiben. Wenn er weg ist, ist er weg. Was du jetzt, die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass du irgendwie, weil du vielleicht in Panik gerätst, dich um den klammerst und dich reinbeißt in die ganze Geschichte und du machst es nur noch viel schlimmer. Ja, und was soll ich dann machen? Ich habe ihm gesagt, ich melde mich bei ihm ein halbes Jahr nicht und dann lass uns doch mal reden. Ja, das ist doch ein Wort. Ja, aber das macht er nicht. Ich meine, gerade hast du mir gesagt, er meldet sich nicht. Wie bitte? Gerade hast du mir gesagt, er meldet sich nicht. Er hat nur angerufen wegen der Sachen. Ja, genau. So. Wir haben uns dann noch unterhalten und er hat gesagt, ich bin ein Stalker, weil ich ihn halt täglich, ja, bombardiere. Ja, was willst du denn noch hören? Mensch, was willst du denn noch hören, Tina? Der Typ sagt, er will nicht, der sagt, du bist ein Stalker, der sagt, du liebst ihn nicht mehr. Nun, lass den Typ in Ruhe, Mensch. Nein, das kann ich nicht. Wie, das kann ich nicht. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann geht es überhaupt nicht um dich. Es geht um ihn. Er sagt nein und darum geht es. Und nicht um dich. Aber ich glaube ihm das nicht. Das ist doch völlig wurscht, was du glaubst oder nicht glaubst. Entscheidend ist, wie er sich verhält. Und wenn der sich so verhält, dass der im Moment auf Distanz gehen will, dann musst du das respektieren. Ja, und was redest du mir? Soll ich mich jetzt eine Zeit lang nicht bei ihm melden? Genau so, ja, ganz genau. Und dann irgendwann melden? Oder was? Ein halbes Jahr finde ich eine gute Zeit, einfach mal Päuschen zu machen. Vielleicht beruhigt sich dann ja wirklich alles. Wenn du sagst, dass der dich vielleicht noch liebt, ich kann da nicht reingucken, ich weiß es ja nicht. Mhm. Vielleicht beeindruckt den das ja sogar, wenn du dich jetzt ein halbes Jahr nicht gemeldet hast. Denn irgendwie scheinst du ihm ja auf die Nerven zu gehen mit deinen ganzen Aktionen. Mhm. Ich glaube, du gewinnst an Größe, Tina, wenn du schweigst. Ja, aber es ist schwer. Das ist schwer. Viele Dinge sind schwer. Ja, aber er ist der einzigste Halt, den ich habe. Ja. Ich habe wieder Kontakt zu meinen Eltern, ich habe wieder Kontakt zu irgendwelchen Freunden. Keine Jammerei. Ja, das wollte er doch. Wenn du dem Ganzen vielleicht eine Chance geben willst, dann schweige. Halte dich an deine Vereinbarung, sag, ich melde mich ein halbes Jahr nicht bei dir und dann gucken wir weiter und dann unterhalten wir uns nochmal. Du kannst durch dieses Verhalten, Tina, nur gewinnen, glaub's mir. Mhm. Jetzt habe ich dir alles gesagt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ich dir auch. Tschüss, danke. Okay, ciao. Heidi ist hier. Heidi ist 62. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Heidi. Was ist los? Ich habe eine Diagnose im vorigen Dezember gekriegt, dass ich einen nicht kleinzelligen Lungentumor habe. Wann hat man dir das gesagt? Im Dezember. Und dann habe ich ein Block Chemotherapie bekommen. Mhm. Und dann ist der Tumor zwar nicht gewachsen, aber ich habe dann Lungenmetastasen bekommen. Mhm. Und das war dann im Februar. Ja. Und dann hat man eine andere Chemotherapie gemacht, die sehr viel aggressiver war. Mhm. Und da hatte ich dann vor, und da ging es mir auch sehr, sehr schlecht drunter. Und manchmal konnte man gar nicht, das war immer ein Zyklus, waren immer zwei Tage Chemotherapie, mhm, im Abstand von einer Woche. Und dann konnte man manchmal den zweiten Tag nicht machen, weil eben meine Blutwerte so schlecht waren. Mhm. Und dann ist ein CT gemacht worden und dann ist festgestellt worden, dass der Tumor nicht gewachsen ist, die Metastasen auch nicht zugenommen haben. Aber und dann hatte der Arzt mir vorgeschlagen, ich sollte also dieselbe Therapie nochmal so einen Dreierblock machen. Ja, das war ja erstmal eine ganz gute Nachricht, ne? Ja, dass sie nicht gewachsen sind. Ja, wie ist es denn weitergegangen bis heute? Mir ging es dann aber unter der Chemotherapie so schlecht körperlich. Mhm. Dass wir dann, mein Mann und ich, gesagt haben, wir
gucken nochmal, ob es was anderes gibt. Mhm. Und dann haben wir also, ich hatte diese Therapie in der Praxis gemacht, ambulant. Mhm. Und dann sind wir in eine Klinik gegangen. Mhm. Und die haben dann eine andere Therapie vorgeschlagen. Mhm. Auch eine Art mit Tabletten. Ja, aber das nennt sich nicht Chemotherapie, weil die anders eingreift in den Enzymhaushalt von dem Tumor. Hat das denn auch gewirkt? Oder die habe ich jetzt seit 10 Tagen, nehme ich die Tabletten. Mhm. Und darunter habe ich mich körperlich erholt. Mhm. Aber heute habe ich erfahren, dass es also nie so sein wird, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn der Tumor kleiner wird, dann kann man dann vielleicht, manche Leute haben mir ja auch erzählt schon, man kann ja auch mit einer Lunge, mit einem Lungenflügel weiterleben. Und heute habe ich erfahren, dass das nie sein wird, dass ich also immer diesen Tumor habe. Also Moment mal, die haben dir heute gesagt, jetzt ist eins nach dem anderen. Hat denn diese Tabletten, die du genommen hast, haben die schon eine gute Wirkung gezeigt? Kann man das schon sehen? Kann man erst, man macht nach 2 Monaten frühestens einen CT, weil die nicht so schnell wirken können. Ne? So, und jetzt hat man dir heute gesagt, dass... ja, und zwar liegt das daran, wenn ich jetzt, ich habe schon zu dem Zeitpunkt, als die Diagnose gestellt worden ist, hatte ich schon Knochenmetastasen. Mhm. Und zwar das Tragische ist eigentlich, ich bin das ganze letzte Jahr, ging es mir ganz schlecht und ich bin immer zum Arzt, weil ich auch wegen einem Unfall, wo mir das Knie zerschmettert worden ist. Jetzt muss ich nochmal fragen, also diese Metastasen sind nicht ausschließlich in der Lunge, sondern auch in den Knochen bereits? Ja. Ja. Und was hat man dir heute gesagt? Heute hat man dir gesagt, dass du nicht... Dass das nie operabel sein wird, dass ich also nie diesen Tumor loswerde. Mhm. Und ich wollte jetzt einfach mal... Ich habe einfach gedacht, wenn vielleicht irgendjemand das hört, dass ich vielleicht irgendwie mal einfach erfahre, dass man vielleicht, wenn eben diese Tabletten wirken oder so, dass es vielleicht Leute gibt, die mit einem Lungentumor auch vielleicht noch 1-2 Jahre weitergelebt haben oder so. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Also man hat dir gesagt, dass dieser Lungentumor nicht wegzukriegen ist. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie lange kann ich mit diesem Lungentumor leben? Ja. Die Metastasen in den Knochen machen dir nicht solche Sorgen? Die machen keine Schmerzen und die liegen also auch so, der eine ist im Halswirbel, aber der liegt so, dass er also nicht die Stabilität des Knochens beeinflusst. Mhm. Der andere ist im Hüftknochen, aber auch eben verhältnismäßig so an einer Stelle, wo er so beansprucht ist. Und also jetzt kriegen natürlich ganz, ganz, ganz viele von unseren Zuschauern und Zuhörern ganz große Ohren, die Bescheid wissen, die sich sehr gut auskennen mit Krebserkrankungen und besonders mit Lungenkrebserkrankungen. Jetzt, was wichtig ist, das ist also nicht der kleinzellige Lungentumor, an dem stirbt man ja ganz schnell, sondern das ist ein nicht kleinzelliger Lungentumor. Aber weißt du, was mich wundert? Also ich werde jetzt sehr gerne auch, das ist ja, glaube ich, auch in deinem Sinne, weswegen du angerufen hast, ich rufe jetzt sehr gerne auf und bitte euch, ihr eine klare Aussage oder eine Erklärung machen könnt für Heidi, euch bei uns zu melden. Und wir würden gerne einen Kontakt herstellen. Ist das in deinem Sinne, Heidi? Ja, gut. Dass ich einfach, dass vielleicht einer sagt, ich habe das gemacht. Ich habe immerhin ein Jahr noch überlebt. Ja, das mache ich sehr gerne. Und ich bitte euch sehr, uns zu melden, domian@wdr.de. Oder wer nicht melden kann, der schreibt ganz einfach WDR-Redaktion Domian 50 600 Köln. Und das leiten wir natürlich sehr gerne und sofort an die Heidi weiter. Aber was ich dich fragen möchte, haben dir die Ärzte, mit denen du jetzt Kontakt hast, dir denn darüber keine klare Auskunft gegeben? Also ich war bei meinem Hausarzt gewesen und ich meine, ich wusste ja, wenn
wenn der nicht kleiner wird unter 2 Chemotherapien, dass das schon sehr kritisch ist. Mhm. Und ich war bei meinem Hausarzt und vor 2 Tagen und dann hatte der gesagt, ja, das wäre doch wunderbar, dass es mir jetzt einfach körperlich besser geht. Mhm. Und dann sage ich, ja, das ist auch gut, ne? Weil ich war unter der Chemotherapie, konnte ich eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Ich war total schlapp und hatte die ganzen Mundschleimhäute kaputt und konnte nichts richtig essen. Und aber er kann jetzt über diese Frage, die dich so interessiert, da hat er dir nicht zugesagt. Ja, und dann hat er dann so gesagt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang hat er eben das Wort palliativ gebraucht. Und dann ist bei mir natürlich das Angst bekommen. Die Glocke angegangen. Und ich war heute dann eben in der Klinik bei der Onkologin und habe die also dann einfach, weil ich auch einfach, ich meine, diese Ungewissheit macht ja auch so viel Angst. Total. Und habe dann zu ihr gesagt, ist das, was ich jetzt bekomme, diese Tabletten, ist das eine Palliative? Also im Grunde genommen. Also Palliativ würde bedeuten, das ist eine reine Schmerzbehandlung. Sondern Lebensqualität verbessern. Und dann hat sie gesagt, ja. Und hat sie gesagt, ja. Ja. Dachte, das ist eine Palliative. Also keine tumorbekämpfendes Medikament. Ja, gut, wenn man Glück hat, wird der Tumor auch kleiner unter diesen Tabletten. Und dann hat sie zu mir gesagt, die beiden Chemoblocks, die ich gekriegt habe, dachte, das war ja auch palliativ. Ich war so zuversichtlich, mir hat keiner gesagt, dass ich also den nie los werde. Ich habe gedacht, wenn der kleiner wird, kann man dann operieren. Und Heidi, also das Anliegen ist jetzt ganz klar hier gesagt worden. Du suchst Kontakt mit Leuten, Leuten, die genauso krank waren oder sind wie du. Und möchtest gerne Auskunft haben, wie geht das, wie kann man leben und was kann man vielleicht sogar auch noch tun. Alle, die uns mailen oder schreiben, ich verspreche dir, dass wir den Kontakt herstellen. Jetzt bist du so traurig und so fertig, was jeder von uns verstehen kann, wenn man so etwas dann auch heute gerade erst gehört hat. Ich möchte, dass meine Psychologin dich nochmal anruft und sich mit dir noch eine Weile unterhält. Ja. Ne? Dann bist du jetzt nicht so ganz alleine und dann könnt ihr euch noch ein bisschen aussprechen. Ja, danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Danke. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Kraft. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Patrick. Patrick ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Patrick. Hallo. Dann was geht's? Was ich da gerade gehört habe, da muss ich aber ganz schön schlucken, ne? Ja. Ja, das tut mir auch sehr leid und ich hoffe, dass wir der Heidi. Das tut mir auch sehr leid und ich hoffe, dass wir der Heidi irgendwie durch einige Kontakte etwas helfen können. Du hast so viele Zuhörer, ich denke auf jeden Fall, da wird was Positives für sie bei rumkommen. Ich bin auch sicher, ja. Ja. Mhm. So, jetzt zu dir. Ja, Domian. Und zwar habe ich jemanden im Chat kennengelernt. Mhm. Das war aus dem Niedersachsen-Chat. Ich komme aus Niedersachsen. Mhm. Nur sie ist 21 Jahre jünger. Oh, war ja. Ja. Und ich bin völlig verwirrt, weil irgendwie wir einen sehr guten Draht zueinander haben. Wir haben also Bilder getauscht, wir haben sehr oft schon telefoniert, wir wollen uns nächste Woche treffen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll, eben halt wegen diesem großen Altersunterschied. Sie ist 18, du bist 39. Genau, richtig. Hast du schon mal eine viel jüngere Freundin gehabt? Hast du Erfahrung mit? Ich habe mal eine 17 Jahre alte, ältere gehabt, Entschuldigung. Ach so. Eine 17 Jahre ältere, das ist natürlich eine ganz andere Welt dann. Oh ja. Mhm. Ich bin ratlos, absolut. Bitte? Du bist ratlos? Völlig, ja. 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 Wie lange und intensiv habt ihr denn diesen Chat-Kontakt gepflegt? Jetzt seit einem halben Jahr. Ach so lange? Ja. Und habt ihr nur gechattet oder auch telefoniert? Wir telefonieren jeden Tag zusammen. Ja. Wir haben Bilder ausgetauscht, also jeder weiß, wie der andere aussieht. Ja. Wir haben die gleichen Hobbys, also sie reitet, ich reite. Ja. Ja, das ist vieles identisch. Ja, und du hast den Eindruck, ich meine, wenn man so lange und intensiv auch mit jemandem, mit dem Chatten, das finde ich, da kann man keinen Menschen richtig kennenlernen. Beim Telefonieren schon eher. Wenn man die Stimme hört und sich intensiv unterhält. Und du hast den Eindruck, dass sie trotz ihrer erst 18 Jahre so
auf Augenhöhe sich mit dir durchaus unterhalten kann. Oh ja, oh ja. Ja. Also ich komme aus der Gastronomie beispielsweise. Sie will auch in diesem Fach rein. Sie will es lernen. Sie will ins Hotelmanagement. Ja. Sie studiert gerade. Ja. Und also wir unterhalten uns also auch über die Operette oder übers Theater oder sonst irgendwas. Also es ist über, nicht so. Über Operette unterhaltet ihr euch? Ja. Ehrlich? Du interessierst dich für Operette? Ja. Und sie auch? Ja, beide. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Ja. Das finde ich ausgesprochen ungewöhnlich. Weil ich denke, ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, da haben wir so gesagt, die Operette wird bestimmt aussterben, weil junge Leute, die gehen ins Musical und Operetten interessieren die nicht mehr. Und jetzt unterhalte ich mich mit jemandem, der ist ein Operettenfan. Ja. Das ist ja ungewöhnlich. Gehört jetzt nicht dazu. Welche Operette magst du am liebsten? Die Fledermaus. Die Fledermaus. Ja. Der große Klassiker. Ja. Und sie auch. Sie auch, ja. Sie auch. Ganz, ganz komischerweise. Ja, also ich sage ja, bei uns passen so viele Sachen zusammen, das gibt's gar nicht. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich sage, wenn du ein bisschen älter wärst, ich sage sofort. Ich sage, ich habe Angst davor, eben halt diese 21 Jahre. Ihr habt über diese 21 Jahre nun auch schon ausführlich gesprochen, über deine Bedenken. Ja, sie sagt, das ist ihr egal, warum reite ich immer auf dem Alter drauf rum? Sie sagt, das Alter, das ist eine Sache, die ist nebensächlich. Ja. Sagt sie. Ja. Ja. Ja, das stimmt und stimmt auch wieder nicht, würde ich so sagen. Mhm. Also ich bin da auch mal ein bisschen hinhergerissen. Aber so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ich meine, das ist jetzt ja nicht irgendein Strohfeuer, dass ihr euch seit 2-3 Tagen erst kennt. Das ist ein halbes Jahr schon und ihr habt sehr intensiv miteinander geredet und offensichtlich gibt es viele Berührungspunkte. Der Altersunterschied ist groß, aber auch nicht eklatant groß. Ne? Also es gibt ja Leute, es gibt ja Unterschiede von 30 Jahren oder 40 Jahren, wo ich dann sagen würde, naja, ist vielleicht dann, muss nicht sein. Aber ich meine, wenn sie sagt, ihr macht das auch nichts aus, lass dich doch mal drauf ein. Also ich wäre da jetzt nicht so. Das Witzige dabei ist, als wir uns kennengelernt haben, sie wohnt eine halbe Stunde von mir weg. Und wir haben uns noch nicht gesehen, weil ich immer gesagt habe, komm, lass uns lieber noch ein bisschen Zeit. Ach so, du bist derjenige, der vorsichtig ist und bremst. Ja, natürlich. Mhm. Weil, formulier doch mal deine Bedenken im Einzelnen dann, also das Alter. Und was sind deine Bedenken konkret? Ich denke einfach, dass sie in dem Alter erstmal sich erfahren soll, also sich ausleben soll, ob sie in Diskotheken geht und so. Ich stehe mit beiden Beinen im Beruf. Ich habe ganz andere Interessen in dem Sinne. Und ich glaube einfach, dass ein älterer Mensch, ich bezeichne mich jetzt als älteren Menschen, ist es ja nun mal, ja. Dass sie einfach ihren Weg gehen soll. Ja. Ich finde das sehr verantwortungsbewusst und auch sehr überlegt, dass du so nachdenkst. Man kann jungen Menschen sehr schnell verletzen. Mhm. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass sie irgendwo ersparen, dass sie dann völlig enttäuscht ist. Ich meine, definitiv hast du recht, dass man mit 18 ist man in der Regel anders drauf und lebt auch anders. Richtig. Als mit 40. Du bist bald 40. Ne? Da ist ich bin gerade 39. Naja gut, entschuldige. Gottes Willen. Also bitte, ja. Also gut, mit Ende 30. Das ist schon ein Unterschied, da gebe ich dir recht. Ja. Da hat man andere Prioritäten, da hat man schon andere Erfahrungen. Mit 18 will man noch mehr ins Leben stürmen und man geht vielleicht mit den Freunden und Freundinnen eher in die Disco, die dich dann vielleicht schon wieder ein bisschen nervt, da hinzugehen. Richtig. Und ich weiß nicht. Ja, kann man alles sagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn die Liebe intensiv ist, glaube ich, dass die Liebe vieles auch einfach überwinden kann an Hemmschwellen, die eigentlich da sind, die das Alter legt. Mhm, stimmt. Was ich interessant finde, ist, wenn ihr so eine große Übereinstimmung mit euren Interessen und Hobbys habt, wenn das jetzt auch nicht gegeben wäre, wenn sie jetzt wirklich auf einem völlig anderen Film leben würde, und das nur vielleicht eine äußerliche Attraktion wäre, das ist eine junge, hübsche Frau, da würde ich sagen, komm, lass die Finger davon. Ja, deswegen bin ich mir eben halt nicht sicher, ne? Halt, weil so viele Sachen übereinander passen. Mhm. Das ist einfach irre. Also, ich weiß nicht, ich hätte ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, nee, lass die Finger davon. Irgendwas in mir bremst und sagt, nee, sag das nicht. Ja, wir werden sehen. Ja, irgendwas in mir sagt, wenn ihr schon gleich um die Ecke wohnt, dann triff dich doch mal. Ja, du bist ja. Freitag wollte sie kommen. Ja, genau, triff dich jetzt endlich mal mit ihr, so wollte ich sagen. Ja. Ich meine, du bist ja ein vorsichtiger Typ und du machst das ja auch mit Verantwortung, das habe ich gemerkt. Taste dich doch noch ein bisschen näher ran, auch indem du die Person dann mal wirklich kennengelernt hast und erlebt hast. Das ist ja dann noch wieder eine andere Kategorie als nur telefonieren. Das habe ich zu ihr auch gesagt. Ja.
Und dann geh du für dich in deiner Einstellung, in deiner eigenen Haltung doch mal wirklich einfach weiter sehr vorsichtig an. Und vielleicht werden die Bedenken weggewischt oder vielleicht sagst du wirklich nach einigen Treffen, nee, das geht nicht. Richtig. Aber eben halt, davor habe ich auch natürlich Angst, dass ich sie dann auch irgendwo verletze, wenn ich sage, nee, du pass auf, das passt nicht. Ja, aber soweit habt ihr... So aber lange Zeit schon. Ja, aber ich meine, der Zug ist ja fast schon abgefahren. Ihr habt euch ja schon aufeinander eingelassen durch dieses lange Telefonieren miteinander. Richtig, ja. Ne? Ich werde gucken, ich werde berichten. Sehr gerne. Aber du bist, also ich wollte gerade noch fragen, so, du bist auf der anderen Seite aber schon verliebt, ne? Oh ja. Ja. Oh ja, ich habe die Bilder von ihr gesehen, ich habe ihre Stimme gehört. Ja. Ja, und die Stimme hat es einfach mir angetan, absolut. Mhm. Die Augen, wenn man die Augen, ihr Bild sieht und die Augen, wie die leuchten, das ist Wahnsinn. Mach es, triff dich, was heißt mach es, triff dich mit ihr. Das auf jeden Fall, finde ich. Werde ich machen. Schreib mir mal eine Mail, wie es weitergeht. Ja, schreibe ich. Würde mich sehr interessieren, wirklich. Kannst dich drauf verlassen. Toi, 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 für euch beiden, Patrick. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreien Telefonnummer für euch. Oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Sarah und Sarah ist 21. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo. Sarah, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein ganz doofes Problem. Und zwar habe ich heute einen Anruf von meiner Mutter bekommen. Mein Opa, der ist sehr, sehr schwer krank und liegt auf der Intensivstation. Ja. Der wird wahrscheinlich heute oder morgen sterben und das geht jetzt schon seit 2 Monaten so. Und heute hast du es erst erfahren? Ja. Mhm. Aber bei mir ist das halt so, dass ich jetzt momentan nicht weinen kann, weil ich mich damit abgefunden habe. Es ist eine sehr schlimme Situation. Moment, du hast es heute erst erfahren und hast dich jetzt schon damit abgefunden? Nein, das läuft seit 2 Monaten so schon. Es ist schon hin und her so von wegen, dass dann war es wieder schlechter, dann wieder besser. Mhm. Aber es ist so, dass ich momentan am Punkt bin, dass ich einfach denke, dass es besser ist, wenn er geht. Das, weil es sind verschiedene Sachen auch passiert, die einfach, weil es so menschenunwürdig, wie ich meinen Opa auch gesehen habe auf der Intensivstation. Mhm. Was hat er denn für eine Erkrankung? Der hat alles Mögliche. Also der hat Diabetes. Mhm. Eine Leberzirrhose, die Lunge ist kaputt, voller Wasser, das Herz ist kaputt und es wird künstlich ernährt, ist jetzt wieder ins Koma gefallen, das war auch so ein Hin und Her und ist total grausam einfach. Mhm. Wie weit entfernt liegt der Opa im Krankenhaus von dir? Mein Opa liegt in Hessen. Und wie viele Kilometer ist das entfernt von dir? Ich wohne in Bochum. Ah ja, das ist schon ziemlich weit. Ja. Wann hast du ihn das letzte Mal besucht? Mein Opa habe ich das letzte Mal ungefähr vor 3 Wochen besucht. Da lag er auch schon danach, ja. Im Krankenhaus. Mhm. Ja, das geht wie gesagt schon 2 Monate so. Das war auch ein doofer Zufall, weil die wollten irgendwie Schuhe kaufen für meinen Opa und da hat man halt gesehen, dass die Zehen halt abgestorben waren. Und da war da so ein bekloppter Dorfarzt und der hat immer gesagt, das ist alles okay und sowas, die Werte, die sind im Normalbereich. Ja, und dann hat man halt herausgefunden, dass er halt auch eine Leberzirrhose hat und dass alles sehr gefährlich ist. Und dann haben sie ihn direkt auf die Intensivstation gelegt. Mensch, das ist beim Schuhkaufen, ist das aufgefallen? Ja, das hat man mit den Füßen, dass man das halt gesehen hat. Und er hatte keine Beschwerden, keine Schmerzen? Nein, er hatte keine Schmerzen. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Opa gewesen? Oh Mann, sehr gut. Sehr gut. Ja. Mhm. Also ich liebe meinen Opa so sehr und ich habe viel von ihm gelernt und das ist alles. Ich war auch selber da auf der Intensivstation, aber ich konnte da echt nur einmal hingehen und vor 3 Wochen. Mein Opa ist auch noch sehr jung, muss ich sagen. Er ist 67 erst. Mhm, ja. Also finde ich echt sehr jung. Und meine Oma ist auch 60. Überlegst du denn jetzt, wo deine Mutter dir gesagt hat, dass es so schlecht geht, dass er wahrscheinlich bald sterben wird, überlegst du jetzt am Wochenende dorthin zu fahren? Ja, da gibt es ein Problem. Und zwar, mein größter Traum ist es, Eventmanagerin zu werden, in diese Branche reinzugehen. Mhm. Und ich habe da sehr hart für kämpfen müssen, um jetzt an eine hohe Agentur, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, also die sind sehr ganz hoch, und da habe ich sehr lange für gekämpft, um da jetzt rein zu geraten. So, und ich muss denen am Montag jetzt eigentlich heute, also Samstag, wäre die Präsentation jetzt gewesen, aber die wurde jetzt auf Montag verlegt. Da sitze ich jetzt schon echt super lange dran und das ist mein absoluter Traum, in diesen Bereich reinzukommen. So, und meine Angst ist jetzt einfach, wenn der Opa jetzt heute Nacht oder morgen jetzt sterben wird, weil die Ärzte haben das jetzt auch gesagt gehabt, dass ich vielleicht alles hinschmeißen werde und mein Traum, und das ist alles so, jetzt
Achso, es geht jetzt nicht um die Frage, dass du deine Arbeit unterbrichst und ihn noch besuchst. Ja, weil ich meine Familie liebe. Ich liebe meine Familie. Moment, es geht jetzt nicht um die Frage, dass du deine Arbeit unterbrichst und ihn besuchst. Du hast Angst, dass er stirbt und du dann seelisch nicht fähig bist, weiterzuarbeiten. Das stimmt. Also planst du ihn gar nicht, ihn jetzt zu besuchen? Ich kann ihn auch nicht mehr besuchen. Ich kann da nicht mehr rein. Ich kann das von der Psyche auch her gar nicht mehr, weil es halt so schlimm ist. Er ist jetzt im Koma und die Ärzte haben gesagt, es ist heute oder morgen vorbei. Also, da muss ich sagen, habe ich nicht so Verständnis für. Ich kann das von der Psyche her nicht. Ich finde, dass man da als Angehöriger verdammt normal sich dann zusammennehmen muss. Und wenn man das Leid des Angehörigen sieht, das ist so schlimm, aber für den ist es noch viel schlimmer. Dass das für jeden ein schlimmer Gang ist, in ein Krankenzimmer zu gehen, wo ein Angehöriger liegt, der vielleicht stirbt. Darüber müssen wir gar nicht reden. Ja. Aber ich finde, dass man das muss man machen. Das muss man machen, da gibt es gar nichts zu reden. Also, dass ich da reingehe nochmal? Ja, das wäre jetzt erstmal meine Erwiderung auf deine Äußerung, ich kann da nicht reingehen. Ich war da drin, also ich war ja schon da drin. Mhm. So, aber ich möchte meinen Opa so in Erinnerung behalten. Na gut, aber du hast ihn. Ja gut, aber du hast ihn ja schon gesehen auf der Intensivstation. Ja, und deshalb ich konnte danach nicht mehr da reingehen. Ja, aber das war ja gerade meine Erwiderung, dass ich immer denke, dass man sich selbst da ein bisschen zurücknehmen muss. Ja. Aber Sarah, weißt du, was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, was geht jetzt in deinem Herzen vor? Du sagst, dein Opa war so ein wichtiger Mann oder ist ein so wichtiger Mensch für dich. Willst du ihm jetzt, wo er lebt, nochmal quasi noch als lebende Person ihm noch eine Ehre erweisen und ihn nochmal besuchen? Ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein bisschen untergegangen. Mein Opa ist jetzt wieder ins Koma gefallen. Er wird nicht mehr wach. Mhm. Und ich habe, diesen Weg habe ich gemacht, wo ich erfahren habe, dass es ganz schlimm um ihn war. Habe ich mich sofort in den Zug gesetzt, weil meine Mama hat gesagt, ich soll nicht kommen, weil das halt sehr schlimm, mein Opa sehr schlimm aussieht. Mhm. Der hat halt überall die Schläuche und so, und es ist sehr schlimm, man weiß ja, wie eine innere Das heißt, da hat er dich noch erkannt, als du da warst. Genau, und da habe ich ihm auch noch am Bett gesagt, dass ich ihn lieb habe, und er hat das dann auch gesagt, wie er mich immer genannt hat, mein Mädchen, ich habe dich auch lieb. So, diesen Weg musste ich für mich gehen. Ja, deswegen, aber so, jetzt im Ende konnte ich das nicht mehr. Ich konnte es von meiner Psyche her nicht mehr. Okay, also es steht jetzt auch nicht an, dass du überlegst, da morgen hinzufahren. Nein. Ich kann das nicht. Es geht jetzt nur noch und es geht jetzt nur noch darum? Es geht jetzt einfach darum, dass ich nicht weiß, weil ich muss halt nächste Woche da jetzt zu dieser Präsentation, ob, wenn das jetzt, wie ich damit umgehen kann, ob ich da überhaupt noch hingehe, ob ich dann alles hinschmeißen werde. Mhm. Oder ob ich das jetzt durchziehe. Und dann noch ein Problem kommt noch, ich arbeite noch für eine andere Agentur, so hostessmäßig. Mhm. Und da muss ich halt auf einer riesengroßen Veranstaltung arbeiten. Und da mit so Kostümen angefertigt. Und da musste ich auch einen Vertrag unterschreiben, dass ich das, wenn ich da nicht hingehe, dass ich denen auf jeden Fall 1.000 Euro dann zahle. Mhm. Und das ist jetzt auch ein Riesenproblem. Was ist, wenn die Beerdigung nächste Woche dann ist? Was soll ich machen? Wie soll ich das meiner Familie erklären? Das sind alles solche Sorgen. Und also Sarah, weißt du, Job und Karriere hin und her. Ich finde, dass in einer solchen Situation gibt es nur eine Präferenz. Und die Präferenz heißt die Familie und der Verstorbene. Und ich finde, dass alles andere wirklich dann zurückstecken muss. Finde ich. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Das muss man für sich alleine entscheiden. Wenn du sagst, mein Opa hätte das so gewollt, dass ich meine Sachen durchziehe, dann ist das für dich die richtige Entscheidung. Ja. Jetzt weiß ich nicht, das ist so schwer als Außenstehender zu sagen und auch zu urteilen. Ich für meine Person bin da entschieden, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, es ist auch so, man muss ja auch immer so denken, wie du dich jetzt verhältst, kannst du, sagen wir mal, 10 Jahre später immer noch so dann dazu stehen? Oder wirst du dann irgendwann sagen, mein Gott, der Opa ist gestorben und ich habe als Hostess irgendeinen Quatsch gemacht? Ne? Das ist die Frage, dass man immer auch noch in ferner Zukunft vor dem bestehen kann, was man getan hat. Ja. Das muss man alles bedenken. Oder ob man bereit ist, vielleicht auch für vorübergehende Nachteile im materiellen Sinne, im beruflichen Sinne in Kauf zu nehmen. Aber man ist mit sich im Reinen und man sagt, das war richtig. Das hat mein Herz mir gesagt, das muss ich machen.
Aber da will ich dich nicht, da kann ich dich nicht bereden. Nein, das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin auch ein Familienmensch. Ich liebe, es geht nichts über die Familie. Mhm. Aber das ist halt, ich brauche das Geld. Ich bin auf das Geld total angewiesen. Deshalb habe ich das auch gemacht. Ich bin wirklich in der ernsten Lage. Ich werde mich damit verschulden, weil ich einen diesen Vertrag halt unterschrieben habe. Das ist das Problem. Verstehe. Auch für mich. Hätte denn deine... Wenn es nach mir geht, würde ich am liebsten alles hinschmeißen. Hat deine Mutter Verständnis, also hätte die Verständnis dafür, deine Eltern, wenn du sagst, ich muss jetzt meinen Job durchziehen? Ich denke nicht. Das heißt, meine Eltern auch eher darauf, meine Mutter ist auch in einem sehr hohen Beruf drin und die würde jetzt auch quasi alles hinschmeißen, du bist ja ihr Vater. Würde dann auch, die wurde jetzt auch befördert und würde auch echt auf alles verzichten, Hauptsache sie kann bei ihrer Familie sein. Ich gehe dann davon aus, dass deine Eltern nicht gerade arme Leute sind. Nein. Das heißt, der finanzielle Schaden, der dir da entstehen würde, wenn du das absagst, könnten auch theoretisch deine Eltern übernehmen. Das würden sie nicht tun, nein. Das würden sie nicht tun? Mm-mm. Auch nicht in so einer Notlage jetzt? Nein. Wie sind die denn drauf? Ja. Das ist aber auch nochmal eine Geschichte. Das ist eine Geschichte für sich wahrscheinlich. Genau. Das ist halt bei mir alles ein bisschen kompliziert. Also wenn es nach meinem Herzen und allen drum und dran gehen würde, dann würde ich auf jeden Fall mich sofort jetzt in Zug setzen, meine Familie unterstützen und einfach für sie da sein. Und ich habe wirklich meine Familie, soweit ich konnte, unterstützt. Ich will dir mal ganz kurz noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich neulich gelesen habe. Das war ein Interview mit dem ehemaligen Außenminister Kinkel. Vielleicht erinnerst du dich an den noch. In der Kohl-Regierung. Ja. Der erzählte oder sagte in einem Interview, dass er sich so große Vorwürfe macht, dass er nicht an der Beerdigung seines Vaters teilgenommen hat, weil er zu dem Zeitpunkt eine Rede in der UN halten musste in New York. Und damals war das für ihn unheimlich wichtig und das war Beruf und er war der deutsche Außenminister und musste da sprechen. Ja. Und sagte, dass er das heute nie mehr machen würde. Dass er heute sagen würde, das ist die Beerdigung meines Vaters. Da ist auch nicht die UN wichtiger, sondern der Vater. Aber ich will dir nicht ein schlechtes Gewissen einreden. Ich habe ja jetzt durch die Blume gehört, dass du wirklich da in der Notsituation bist. Und du dir wirklich auch Gedanken machst und du sagst, dein Herz würde eigentlich dahin gehen. Aber da sind so viele andere Verstrickungen. Sarah, dann mach es so, du kennst deinen Opa sehr gut. Ja. Stell dir vor, was der Opa dir in der jetzigen Situation raten würde. Mein Opa ist ein Mensch, der gesagt hätte, Sarah, geh deinen beruflichen Weg, mach was aus dir. Das war immer sein Wunsch. Nicht solche Scherereien jetzt und nicht, dass du in solche Komplikationen kommst wegen mir. Genau, und er würde auch nicht sagen, er würde auch nicht wollen, dass wir um ihn trauern oder so. Mein Opa war immer ein starker, starker Mensch. Und pass mal auf, wenn das so ist, dann finde ich es auch legitim, wenn du deine Sache da durchziehst. Deine Trauer für deinen Großvater, die trägst du so tief in dir. Ja. Ob du nun dann vielleicht an dem Tag da bist oder nicht da bist, du wirst noch oft genug an das Grab gehen. Ja, das stimmt. Jetzt geht die Sendung gleich vorbei. Oh nein. Sarah, ich wünsche für dich die richtige Entscheidung, die du jetzt für dich ganz alleine treffen musst. Aber wir haben ja gut ausführlich reden können darüber. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. In der Technik heute Gundel Blendin. Wir sind am Montag wieder da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.